Leute, da ist der Gusua wieder. Endlich hat's geklappt. Ich habe Internet. Juhu. Und jetzt soll es auch gleich mit neuen Sachen weitergehen, weil alles andere ist ein bisschen lame. Ich habe jetzt gerade einen Angriff gemacht, dann habe ich aber gemerkt, ja, also hat natürlich geklappt. Ja, okay. Kann ich nochmal kurz zeigen. Ich guck mal gerade. Und Inscope 22 hat folgenden Kommentar. Sehr geil. Okay, auch nicht. Das ist auch mal eine geile Nummer, sich einfach mal Inscope 22 zu nennen. Nee, also folgende Sache. I made a Angriff und der war auch wieder voll in Ordnung. Und da habe ich aber wirklich gemerkt, die Tonqualität ging gar nicht. Also die ging 0,0, war nur Rauschen drin, ging gar nicht. So, was... Genau, den zeige ich euch mal ganz kurz. Angriffslog. Genau da. Ich dachte schon, hä, wie, was, so wenig Loot? Aber hier, da, und dann mal easy gesnackt. Ich lasse das einfach mal durchlaufen und danach zeige ich euch, beziehungsweise sage ich euch dabei einfach, was geht. Also folgende Sache. Ich habe das mitbekommen, dass viele eben angesprochen haben und gesagt haben, ja, hier, das ist doch die und die Taktik, kennst du die denn nicht und so weiter und so fort. Deswegen biete ich euch einfach mal an, postet mal alle möglichen Angriffstaktiken, die ihr kennt. Also Go Wipe, Lava-Lunien, alles. Durchweg. Also nur Balloonien gab es ja früher auch. Alles, wo ihr sagt, ey, das sind geile Taktiken und eine kurze Erklärung dazu. So und so viel in dem und dem Bereich sollte man verwenden. Was weiß ich, bei einer Go-Wipe lieber drei Golems oder so und so viel Magier und so weiter und so fort. Das schreibt ihr mir mal rein. Und dann nicht einfach nur so, naja, gut, okay, dann erkläre ich das mal so oder wie auch immer. Nein, es geht darum, ich greife mit der Strategie an und nicht nur, ja, gut, okay, ich mache hier mal was, sondern ich probiere halt so lange, bis ich die richtig gut kann, sprich also, dass ich da mehrere Angriffe mit reinhaue. Im besten Fall seht ihr die alle. Also wie gesagt, es geht mir nicht darum, dieser oh, super Saubermann zu sein, oh, aber wie das wisst ihr selber, ihr kennt mich, ihr seht mir eine ganze Weile schon zu. Somit wisst ihr, dass ich nicht darauf Wert lege, dieses, oh hier, ich bin hier der Mega-Boss und ich kann jeden Angriff oder sowas. Das wisst ihr ganz genau, dass ich richtig oft verfehle. Aber ihr seht es halt einfach. Das ist halt der wichtige Part dabei. So, grundsätzlich hätte ich natürlich jetzt auch nochmal Platz für eine Mauer. Level 10. Und werde ich die jetzt auch hier mir einfach mal gönnen. Zack. Und wie gesagt, ihr haut jetzt bitte jetzt gleich eure Taktiken rein, was ihr so kennt, was ihr, ja, wo ihr sagt, das sind gute Taktiken. Ich werde es ausprobieren und da wird es dann, was für sich, 10, 20, 75 Teile davon geben. Und dann probiere ich halt immer wieder Step-by-Step die ganzen Dinger durch. Und dann gucken wir mal, was am geilsten ist oder was. Wir sehen uns und ihr haut rein. Ciao, ciao.